ich hatte ein gutes Gefühl beim ganzen Spiel. Hinten raus hat es nicht so gut. Für mich war es nicht so gut, aber irgendwie hat es gereicht für das große Reise. Das freut mich natürlich sehr. Es war ja erstaunlich, da gab es Proteste dagegen. Haben Sie sowas mal erlebt? Noch nicht, aber das war auch mein erster Kabarettpreis. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das normal ist. Ich freue mich sehr, hier polarisieren zu können und finde es sehr mutig von der Jury, auch Anarchie zu belohnen. Vielleicht ist das eine Anregung für andere junge Künstler, die es nicht mehr tun. Ja, erster Preis wirklich, also dann gleich schaffe ich dabei. Ist ganz gut, oder? Was bringt das, ist die Frage. Ja, eigentlich ist das ja so die Tour zum Olymp des deutschen Kabaretts. Und gerade in diesen Tagen, wo viele große Köpfe der politischen Kabarettszene in Deutschland leider die Bühne verlassen haben, ist es Zeit für den Nachwuchs. Und in dieser Reihe sehe ich mich ab heute mit einem Augenzwinkern. Ich bin sehr gerührt und freue mich sehr über den Preis. Kamen sogar Buhrufe. Das habe ich so noch nie erlebt eigentlich beim Scharfrichterbeil. Hat sie das irgendwo verletzt? Das habe ich auch noch nie überlebt. Habe ich auch noch nie erlebt beim Scharfrichterbeil, aber es war auch mein erstes Mal. Ich hoffe, dass ich das noch oft hier erleben kann. Werden Sie in Zukunft auch weiterhin im Passau auftreten? Eigentlich war das mein Ziel in dieser Stadt, meine Karriere mit diesem Ball zu beenden, aber bei dem Publikum lasse ich mir das nicht nehmen, noch oft wiederzukommen.